So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Beim letzten Mal haben wir mit Vegeta trainiert, beziehungsweise mit Goku, Gohan und Piccolo trainiert und Vegeta hat hier Tenshinhan einen hilfreichen Hinweis gegeben und jetzt sprechen wir mit Dr. Reeves, damit Vegeta trainieren kann. Da bist du ja. Ja, kann ich dir helfen? Wie läuft es mit dem Trainingsraum, den du für mich bauen solltest? Im Grunde genommen ist er fertig. Ich brauche nur noch ein paar Gegenstände für die Feinarbeiten. Ja, was denn? Es gibt nicht viel, das eine Tracht Prügel von dir übersteht, weißt du? Es muss strapazierfähig sein. Dann verlieren wir keine Zeit. Ich besorge die Sachen für dich und du stellst den Raum fertig, oder? Genau. Außer wenn mein Controller disconnected, dann nicht. Was ist denn hier gerade los? Ich brauche dringend mal einen neuen. Ach, das Kabel hat einen Wackelkontakt, ey. Macht's vielleicht jetzt mal? Ich drehe gerade durch. Dieses Wackelkontaktkabel, ne? So, jetzt bleib bitte... Hat schon wieder disconnected. So, jetzt bleibt's aber mal. So, genau. Das musst du besorgen. Schwerkraft, Kristall, Dimensionsblei und Eisenkresse. Ja, nicht die Dinge, aber... Das wären die Dinge, die ich brauche. So, das soll ich also besorgen. So, und die scheinen alle in der westlichen Hauptstadt zu sein, oder wie? Könntest du mir die... Ja, du findest alles in der Umgebung der westlichen Hauptstadt, okay. Mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin Vegeta, ich frage nicht sonderlich viel nach. Ich gehe und hole. Egal wo. Och, bleib... Sei ein braver Controller und bleib connected. Ja, Vegeta, der so gerne zum Super Saiyajin... Ne, warte, ich wollte mal gucken, ob ich ihn vielleicht jetzt auch noch ein bisschen leveln kann. Also hier skillen. Aber offenbar kann ich das nicht. Ich bin ihm eigentlich... Ja. Ich habe noch ein Wissen, das ich ausrüsten kann. So, dann schauen wir mal, was Vegeta hier alles besorgen kann. Drüben kann ich Erze holen. Ich möchte bei sowas immer gucken, ob das wirklich Erze sind oder ob das so ein Karin ist, den ich wieder zerballern kann. Hier habe ich aber, glaube ich, mal einen zerschossen. Obwohl, dann wird die Kugel da nicht mehr liegen, die D-Medaille. Schickes Piercing. Was haben wir denn hier Schönes? Schicke Armbanduhr. Schicke Kette. Sieht so aus, als hätte ich hier ein Gangsterversteck gefunden. Lieber cool bleiben. Das ist nichts zu sehen. Ich bin kein Bandit und hause nicht in einer Höhle vor der Stadtwachtmeister. Eine Höhle am Stadtrand, was? Du bist ein miserabler Lügner. Ah, okay, das heißt, ich habe seine Hütte jetzt gerade ausgeraubt. Also seine Höhle. Ich meine, jetzt bin ich wieder völlig falsch geflogen. Ingwerstadt. Ich dachte, es wäre die westliche Hauptstadt gewesen. Oder ist das die westliche? Nee, Moment. Das war Ingwerstadt. Das heißt Ingwerstadt und ich war doch nicht auf dem falschen Weg. Orientierung ist so kompliziert. So, hier vorne soll es zu finden sein. Vegetas Superwahrnehmung hat es allerdings schon gefunden. Hier unten. Liegt einfach mal so in der Gegend rum.
der Schwerkraftkristall. Hey, bist du auf diesem Felsbrocken zu Hause? Ich möchte dir einen geschäftlichen Vorschlag unterbreiten. Gib mir alles, was du hast, und vielleicht bringe ich dich nicht um. Wer zur Hölle seid ihr? Ein Überbleibsel von Frieza's jämmerlicher Armee? Bist du Vegeta? Was tust du hier? Ich verstehe, dass die Frieza-Armee nicht mehr gibt, bist du ein galaktischer Räuber geworden. Tut mir leid, aber ich war zuerst hier und ich werde nicht mit dir teilen. Du hast mich auf den falschen Fuß erwischt, das wird dein letzter Fehler sein. Stirb! Wow, er hat eine hohe Reichweite. Zum Glück sind die alle so schwach. Unterstützungsdrohne hat Verbündete gestärkt, das ist egal. So stark sind die nicht. Angriffsdrohne. Ach, die haben noch eine Heildrohne. Sekunde. Die holen wir uns zuerst. So, wenn du sterben willst, jetzt ist deine Gelegenheit. Ja, aber so Verbrecher, ich finde, da braucht man auch keine Gnade haben. Da kann man draufballern, was man möchte. Oh, wir sind sogar hier direkt in der Nähe davon. Und ein bisschen Obst mitnehmen. Bisschen Fleisch mitnehmen. Ich meine, das ist alles wieder was wir uns an Essen machen können. Und vielleicht sogar einen Gang. Wenn wir noch Rezepte finden. Die zu finden, ist ja nicht leicht. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ups. Falsch. Wir wollen hoch, nicht runter. Ach, da vorne. So, was haben wir? Die Kresse. Und diesmal werden wir nicht mal von irgendwelchen Idioten belästigt. Das ist so schön. Man muss sich über die kleinen Dinge im Leben freuen, wenn man mal nicht von irgendwem belästigt wird. Da fehlt nur das Blei. Als Blei kann ich mir vorstellen, das ist irgendwie besonders. Und es liegt natürlich auf dem Grund des Meeres. Da oben liegt Kram. Aber ich fürchte, es ist nur Seetang. Die Medaille. Wenn, das müsste hier eigentlich irgendwo sein. Vorne? Nee, das... Ah, doch, das könnte sogar noch sein. Jetzt ist es auch. Und Dr. Breeze Materialien. Das ist so schön. Oh! Rezept. Premium Weißmuschel? Ja. In dem Riff da vorne findet man Premium-Weißmuscheln. Super frisch und super lecker. Gut zu wissen, aber erstmal Rezept. Das heißt nämlich, wir kriegen einen Gang. Ist ein erstaunlicher Wang. Dürfte ich ein paar Fragen stellen? Aber klar doch. Ich habe sogar ein Rezept, das ich teilen kann. Oh, ein eigenes Rezept? Ja. Gut, beeindruckend. Ja. Weil die Rezepte, die muss man tatsächlich... Die darf man nicht einfach erwarten, dass man die kriegt. Man muss hier
warten, dass die Leute irgendwas dazu erzählen. Sonst kriegt man dann nämlich gar nichts. Oh, Senzubohne ist im dritten Turm bereit. Und wo hier im Riff sollen angeblich diese Premium-Muscheln sein? Oder ist es nicht hier im Riff? Weil das hier sieht am ehesten für mich wie ein Riff aus. Aber sehen kann ich hier nichts. Wenn nicht, gehen wir einfach zu Dr. Briefs zurück. Wir haben ein Rezept bekommen, damit bin ich zufrieden. Ja, was du wolltest, hoffentlich ist das alles. Nachdem ich das jetzt habe, ist der Raum so gut wie fertig. Warte hier. Okay, alles geschafft. Kakarot hat bei 100-facher Schwerkraft trainiert. Also muss ich es verdreifachen und bei 300-facher Schwerkraft trainieren. An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Sagen wir mal, du wiegst 60 Kilo. Dann wäre das ein Druck von 18 Tonnen. Das ist nur das Dreifache von dem, was Kakarot ausgehalten hat. Damit komme ich auf jeden Fall klar. Dieser Vegeta ist unglaublich. Er trainiert bei 300-facher Schwerkraft. Will er sich umbringen? Verdammt. Vegeta, was machst du da? Halt den Mund, Frau, und lass mich. Oh, du willst meine Hilfe nicht? Na schön. Warum? Warum kann ich sein Niveau nicht erreichen? Ich bin der Prinz der Saiyajin. Du willst es einfach nicht kapieren, oder? Mehrere Stunden später. Du bist wahnsinnig. Was hast du das die ganze Zeit über gemacht? Du wirst keine Fortschritte erzielen, wenn du so weitermachst. Frag doch einfach Son Goku, wie er sich in einen Super Saiyajin verwandelt. Lieber sterbe ich, als diesen drittklassigen Versager um Hilfe zu bitten. Ja? Dann stirb doch einfach. Was hast du da gesagt? Ich habe einen besonderen Trainingspartner im Simulator für dich vorbereitet. Glaubst du, du kannst ihn besiegen? Hast du eine Ahnung, von wem du hier redest, du lächerliche Frau? Du bist Vegeta, der allmächtige Saiyajin-Prinz, oder? Dann wäre das wohl geklärt. Viel Glück. Und eine Sache noch. Mein Name ist Bulma, nicht Frau. Glaubst du, kannst dir das merken? Weißt du, mit wem du hier redest? Diese Frau soll verdammt sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir als Vegeta den Trainingspartner besiegen können. Wen hast denn du? Frieza? Goku? Wahrscheinlich Goku. Dieser Ort. In diesem Ödnis habe ich zum ersten Mal gegen Kakarot gekämpft. Und das bedeutet... Aber wie? Ich kämpfe gegen mich selbst? Was zur Hölle? Du kannst vom Glück reden. Ich als Super-Elite-Kämpfer verschwende meine Zeit damit, wenn ich mit Abschaum wie dir spiele. Diese verdammte Frau, was soll ist ihr Problem? Sowas ist eigentlich echt hilfreich. Weil wenn man sich selber dabei sieht, dann merkt man am ehesten, wo seine Schwächen sind. Es ist wirklich so. Also, wenn ihr mir nicht glaubt, probiert mal. Wenn ihr irgendwas macht, irgendwie lernen oder sowas. Haltet ein bisschen Abstand davon. Macht irgendwas und guckt eine Woche später oder so. Guckt euch euer eigenes Zeug nochmal an. Wenn ihr noch ein bisschen anderes Lernen dazwischen gemacht habt. Und ihr werdet merken, wo ihr am ehesten Schwierigkeiten habt.
Ja, jetzt sind wir Level Up, jetzt haben wir Goku schon wieder überholt. Also jetzt sind wir auf jeden Fall so stark wie Goku. Ich werde mich selbst überflügeln. Ich werde mich selbst bestrafen, weil ich mit Kakarot nicht mithalten kann. Oh, das war wohl nicht genug Herausforderung für dich, was? Du weißt wirklich, wie du mich sauer machst. Ach komm schon, ich hab doch nur rumgealbert. Mehr. Hä? Du hast recht, das war nicht genug. Du wirst mir einen stärkeren Gegner bieten. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ich werde stärker werden und diese Stärke nutzen, um die Cyborgs zu vernichten. Hast du ein Problem damit, Bulma? Na schön, du bist echt schlimm, weißt du das? Moment. Er hat mich gerade zum ersten Mal Bulma genannt, oder? Kakarot, werde ich überflügeln. War das nah? Du wirst schon sehen, dass ich die Nummer 1 bin. Ach, Vegeta. An deiner Arbeit mit Frauen musst du noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten ist schon okay. Ist in Ordnung. Ja, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, das reicht. Wenn wir jetzt noch weitermachen, dann überziehen wir zu stark. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben, über sowas freue ich mich nämlich immer. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, mit Dragon Ball Z Kakarot. Bis dann, euer Wolf.